Liebe Ingolstädterinnen und liebe Ingolstädter, in den vergangenen Jahren habe ich immer mal wieder die Frage gestellt, wie können wir unsere Stadt noch weiter verbessern? Wenn Sie sich daran erinnern, dann werden Sie mir sicherlich recht geben, dass die Bürgerbeteiligung zu unseren Naherholungsgebieten hier das ein oder andere an hervorragendem Ergebnis gebracht hat. Zum Beispiel wurde aufgrund dieser Bürgerbeteiligung der Naherholungsgebiete der Donauwurm am Baggersee umgesetzt, der sich ja derzeit einer sehr großen Beliebtheit im Sommer bei den Kindern erfreut. Ich möchte, dass wir auch die Donau weiter anschauen und uns überlegen, wie wir die Donau mehr in das städtische Leben einbinden können. Der Begriff Stadt an der Donau ist bereits in den letzten Jahren nach und nach umgesetzt worden, beispielsweise durch die Treppen an der Nordseite, beispielsweise durch den Abschnitt am Treidelpfad, der renaturiert wurde, beispielsweise aber auch durch den Donaustrand im Konradviertel, wo wir ja auf der einen Seite einen sehr großzügigen und innovativen Spielplatz haben, auf der anderen Seite einen Barfuß-Erlebnispfad und auch einen kleinen Strandabschnitt, wo man zumindest mal die Füße ins Wasser hängen kann. An der Südseite hat sich in den letzten Jahren der Donaustrand, also die Donaubühne, sehr gut entwickelt, die wir ja auch noch weiter aufwerten wollen. Es gibt aber sicherlich noch das ein oder andere, was man an der Donau noch umsetzen kann, um dieses Thema Stadt an der Donau noch weiter zu beleben und die Donau weiter in das städtische Leben einzubinden. Deswegen bitte ich Sie, beteiligen Sie sich an der Bürgerumfrage, die derzeit in Facebook läuft. Die Internetadresse und Facebook-Adresse wird Ihnen gerade eben eingeblendet. Und ich möchte, dass wir gemeinsam überlegen, wie wir den Fluss besser in unsere Stadt einbinden können. Ziel ist es, wiederum Projekte zu finden, wie beispielsweise den Donauwurm oder die Donaubühne, die ja unsere Naherholungsgebiete bereits aufgewertet haben, die wir in den nächsten Jahren dann umsetzen können, um als Bürgerinnen und Bürger den Fluss einfach mehr erleben zu können. Ich bitte Sie, beteiligen Sie sich, damit wir intensiv diskutieren können und vor allem auch viele neue und spannende Ideen bekommen. Herzlichen Dank.